Eine Entzündung am Augenlid stört und kann schmerzen. Aber wie finden Sie heraus, ob es sich um ein Gerstenkorn oder ein Hagelkorn handelt? Die Unterscheidung ist wichtig, weil beide Entzündungen unterschiedlich behandelt werden. Das Gersten- wie auch das Hagelkorn können sowohl am Ober- als auch am Unterlid auftreten und sehen sich auf den ersten Blick ähnlich. Ein Gerstenkorn wird jedoch durch Bakterien ausgelöst, meist durch sogenannte Staphylokokken. Diese setzen sich in den Schweiß- oder Talgdrüsen am Rand des Augenlids fest und führen zu einer Entzündung. Ein Gerstenkorn kann sehr schmerzhaft sein. Meist ist das Knötchen mit Eiter gefüllt und verursacht ein Spannungsgefühl. Nach wenigen Tagen öffnet es sich meist von selbst und der Eiter tritt aus. Bei einem Hagelkorn dagegen sind keine Bakterien im Spiel. Im Vergleich zum Gerstenkorn entwickelt es sich eher langsam und sitzt meist eher an der Innenseite des Augenlids. Die Ursache für ein Hagelkorn ist eine verstopfte Talgdrüse im Augenlid. Der Talg kann nicht abfließen und staut sich zu einem Knoten. Anders als das Gerstenkorn tut ein Hagelkorn selten weh. Es ist zwar entzündet, aber ohne starke Rötung und Eiter. Meist bildet es sich in wenigen Wochen von selbst zurück. Sowohl ein Hagelkorn als auch ein Gerstenkorn verschwinden also meist von selbst. Mit einigen Maßnahmen lässt sich die Heilung jedoch beschleunigen. Wie zum Beispiel mit der Wärme einer Rotlichtlampe oder einer entzündungshemmenden Salbe. Bei einem stark geschwollenen Gerstenkorn verschreibt der Arzt auch antibiotische Augentropfen. Wichtig ist es, unterdessen das Auge sauber zu halten und auf Kontaktlinsen zu verzichten. Auf keinen Fall sollten Sie versuchen, ein Gersten- oder Hagelkorn auszudrücken. Vermeiden Sie auch, das schmerzende Augenlid zu reiben. So kann die Entzündung ohne weitere Reizungen heilen.